Ja, und da ist der Thronanwärter. Hat eine riesige Feuerspore und jede Menge Panther dabei. Und ich bin, glaube ich, wieder verflucht, oder? Nö, ich bin gerade nicht verflucht. Oh, sehr gut. The shadow comes to muddy the light. What are you thinking? Looks like trouble. So, alle auf Idea losgehen. So, die Buffen. Hallo, pack deinen Bogen aus. Seraphim, versuch mal den Spieß umzudrehen und übernimm die Spore. Ja, du hast jetzt verbundene Trauer, weil wir deinen Löwen getötet haben. Und wir haben wieder ein Kopfgeld. Ah, doch, auf Xoti ist ein Fluch. Doof. So, die Kraftstufe auf jeden Fall. Kämpfer für deinen Primärangriff auf, dass du zusätzliche Durchschlagskraft hat und die Rüstung des Ziel verringert. Okay. Ah, lässt sich nicht besiegen, wenn der Kämpfer. Ja. Erhält er oder sie Disziplin, wenn er wieder aufsteht. Ja, das ist nicht schlecht. Treffer, ein kritischer Treffer. Der Kämpfer stellt sich zwischen feindliche Angriffe und seine Verbündeten. Der endgültige Gesamtschaden aller Angriffe auf Verbündete daneben wird halbiert. Und der Kämpfer erleidet die andere Hälfte als reinen Schaden. Das ist nicht so toll. Nehmen wir lieber den zweiten Hieb. Der klingt besser für der. So, Athletik und Tiefblick für dich auch. Kraftstufe erhöhen. Lasse den Angriff eines Verbündeten mit der Erinnerung ihrer Seele wieder. Dies gewährt dem Verbündeten einen wesentlichen Durchschlagskraftbonus. Wow. Klingt böse. Verfolgt den Verstand des Ziels mit dieser Erregungen an all diejenigen, die das Ziel verloren und getötet hat. Dadurch wird das Ziel geschockt und leidet unter der Wirkung kumpelt. Bricht die Seele des Ziels sofort so rein Zeitschaden. Das klingt böse. Aber was ist Fetzen, bitte? Na, nehmen wir das mal. Sehr guter Bogen. Und anderes Zeug. Und Sporenzeug. Ja, schick gut zu laufen. Ja, ich weiß, dass ich beide Party sammeln soll. Oder muss. So, ein altes Schlachtfeld. Das Gebiet absuchen. Wohl Dickers Wirkgriff. Boah, das ist ein böses Teil. Aschebomben. Eine Kettenrüstung, eine normale.
Schriftrolle 1000 Schleier und das war's auch schon. Ja, tägliche Löhne sind gestiegen. Voetikas Wirkegriff. Karotte. Einmal pro Ruhephase. Wirkeangriffe, der gelähmt auf der Ziel angewendet und im Laufe der Zeit Ruhe und Schaden anrichtet. Wenn die Wirkung endet, ist das Ziel am Boden. Nichts für Idea. Auch nichts für Xoti eigentlich. Dann doch eher was für Palegina. So, Votari Ecosi, unbekannter Standort. Hier kann ich auch nicht durchsegeln, weil es zu eng ist. Okay. Wächterhügel. Geflutete Höhle. So, was sagt denn... So, mein Essen. Machen wir es mal so. Königliche Bronzekanone, die ist ja eigentlich recht stark. Eisendonnerer ist so lala. So, der Wächterhügel. Gucken wir mal, was das ist. Etwas stimmt nicht, aber du weißt nicht genau, was es ist. Dann wird es dir klar, die Stille. Da ist kein Wind, der über deine Haut streicht oder die Baumwipfel zum Rauchen bringt. Da sind keine Vögel, die pfeifen und zwitschern. Auch das Zirpen der Insekten ist nicht mehr zu hören. Als du um die Ecke biegst, hörst du auf einmal in der Ferne einen seltsamen Sprechgesang. Du kannst die Worte nicht verstehen, vernimmst lediglich das leise Dröhnen von vielen Stimmen auf einmal. Nach der Quelle suchen. Du triffst auf einen felsigen, gewundenen Pfad, der die steile Seite des Bergs hinaufführt. Hier ist der Sprechgesang mit der Stimme lauter. Worte verstehst du allerdings noch immer keine. Dich näher heranschleichen. Fehlschlag. Du schleichst dich den Pfad entlang. Der felsige Untergrund knirscht unter Xotis Stiefeln. Ein zweiter Fehltritt schickt lauschend einen Stein den Hang hinunter. Die Geister schweben um eine zentrale Gestalt herum, nur wenden sie alle dir die geisterhaften Augen zu. Oh, Geister, Gespenster, ich hasse sie. Wobei, ich hasse Schatten. Die porten sich nämlich immer so ekelhaft herum und töten Alof, den ich dabei habe, damit sie töten können. Komm, Schwester, lass uns die Macht herbeirufen. Ach nee, das sind auch noch solche Geister. Ja. Sirenen und ein uralter Geist. Let's reap this whirlwind. Yeah, you be nice, screwed.
Ah, Xoti wenigstens mal die Möglichkeit. Alter, Geist ist fast tot, okay. Ja. Umarmung des Geliebten. Ist gerade bezaubert. Ja, Xoti macht vielleicht nicht sehr viel Schaden, aber es ist wenigstens Schaden. So, die ist jetzt bei ihr kaputt machen. Yeah. Yeah. Happy to oblige. Mhm. Gibt's hier oben die Möglichkeit, weiterzugehen? Ja, gibt's. Gut. Das heißt, als nächstes können wir uns den Dungeon da oben ansehen. Also die überfluteten Höhlen, oder wie es nochmal war? Oder gesunkene Höhlen? Geflutete Höhlen. Ah. Die da. Als du die Insel überquerst, triffst du auf einen Bereich, der unberührt zur Seite scheint und scheint vor den Händen der Gestattet. In üppiger Fülle wachsen kräftige Pflanzen vor den Eingängen zu mehreren Höhlen und du hörst die Geräusche von Tieren und Insekten über dem Brechen der Wellen am Strand hinter dir. Als du näher herankommst, fällt dir auf, dass der Eingang zu einer Höhle zu regelmäßig gestaltet ist, um von der Natur allein geformt worden zu sein. Du untersuchst den Eingang näher und entdeckst einen Türrahmen, der in die Höhlenöffnung gemeißelt wurde. Eine Tür gibt es allerdings nicht mehr. Yay, mal sehen, was wir hier drin finden. Animaten, Geister, Taos, falsche Götter, echte Götter, tote Götter, Beseeler, Vampire. Scheint auf jeden Fall nicht so groß zu sein. Ein Dark Ghoul auf jeden Fall. Boy. I'm here. As you wish. That hit true. Okay, sehr viele Untote. Lichtkampfmagier. Oh, der ist böse. Hallo, mach mal da hinten ein bisschen sauer. Nochmal bitte. Danke. Ja.
That's not very helpful.